Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollten eigentlich heute gar kein Video machen. Allerdings lief der Tag beim Mountainbiken heute nicht so wie gewollt, weil die Bikes nicht so wollen, wie wir wollten. Und deswegen kamen wir auf die Idee, wir drehen heute einfach mal ein Video, weil die Michi hat ein neues Handy, ein iPhone 14. Und wir wollen einfach mal schauen, kann man so ein MTB-Edit einfach nur mit einem iPhone drehen? Das machen wir also heute. Es geht also nicht ums Fahren, sondern eigentlich mehr ums Video, um die Videoqualität und wie sich das Ganze später bearbeiten lässt. Viel Spaß beim Video. Runter. Ja. Rein. Rein. Nein, ich fahre ja den Anleger. Da, ja, stopp. Ja, ein bisschen weiter zurück. Ja. Ja, Leute, ich habe euch jetzt mal mitgenommen auf die GoPro, weil das war eben schon extrem lustig. Wir hätten von vornherein einfach besser die GoPro auf dem Helm gemacht und so ein bisschen behind the scenes gefilmt. Ich glaube, dass das ganz unterhaltsam ist. Vor allem, wenn man mit seiner Partnerin so Videos dreht. Ist ja eh das Problem bei Videos, dass der andere immer ein ganz anderes Auge hat dafür. Und man kriegt selten das, was man sich wünscht. Boah. Was hast du gemacht? Ja. Ja. Und dann habe ich hier den gemacht. Okay. Da, ne, sieht man so richtig, wie ich da wegrutsche einmal. Siehst du das? Wie geil. Ja, jetzt bauen wir einmal den Sprung auf jeden Fall einzeln. Ich habe Dreck im Auge. Guck mal, bitte in das Auge. Du sollst nicht filmen, du sollst den Dreck da rausholen. Auge. Oh ja, da ist Dreck. Siehst du's? Na ja, toll. Warte, ich kann dir das Auge so runterdrücken. Ich habe einfach nach dem Sprung da oben, dem Stepdown rein, ab dem Anleger konnte ich nichts mehr sehen. So, von da oder so. Ein Gap. Könnte auch ganz cool sein eigentlich. Bist du noch die Kurve mitgegangen? Da hätte ich ein bisschen Schiss in der Kurve. Das war ganz komisch. Ich probiere mal. Das ist richtig entspannt. Das ist wirklich, das ist echt der bestgebauteste Sprung hier, weil die Landung ist so sanft. Ja, es war halt nix. Winter. Schön kalt, Minusgrade, Regen. Ja, bei 17 Grad ist einfach zu warm. So Leute, das iPhone hat ja so einen komischen Action-Mode. Und da laufe ich jetzt einfach mal der Michi neben dem Trail hinterher. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, ob es überhaupt funktioniert. Wir werden sehen. So Leute, wir beenden das Video für euch heute. Ich weiß Stand jetzt noch nicht, wie gut das Video geworden ist. Allerdings muss ich sagen, dieser Action Mode, also auf dem Handy sah es krass gut aus. Wie das aussieht dann später auf einem größeren Bildschirm, muss man natürlich sehen, weil es ist dann nur 2,8K. Ja. Ja, ist nicht mehr 4K, logisch, weil das ja reincroppt, ne? Aber ja, also ich war so von diesem Action-Mode am meisten eigentlich begeistert.
Wir fahren jetzt so langsam nach Hause und besorgen uns was zu essen und schneiden das Video. Okay. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Mal so ein bisschen was anderes. Gab ja auch viele Leute, die immer gefragt haben nach, nach Content zum Thema Videoschnitt und Editing und so weiter. Und heute hat sich das so ein bisschen angeboten. Es ist halt auch nur ein iPhone 14, kein iPhone 14 Pro. Fand ich interessant, das mal zu testen. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr das Gefühl habt, so ein Smartphone reicht aus. Man braucht gar keine große Kamera mitnehmen. Würde mich echt interessieren, wie da eure Meinung ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir machen das Gleiche. Auf den Boden legen? Ja, und dann mache ich von oben ein Foto. Ich leg mich hin. Du legst hin auf den Boden? Und umarm mein Fahrrad? Ja. Okay. Geht nicht. So. Bereit? Oh yeah. Sieht's überhaupt gut aus? Voll gut sieht das aus. Das war ein Video noch.